Holla, die Waldfee. Weiter geht's. Habe ich jetzt eigentlich... Weiter geht's? Nein, weiter geht es. Habe ich jetzt eigentlich die Fackeln aufgenommen? Ja. Ja, das letzte Mal haben wir natürlich das Sonnenkönigin güldene Babypille Pümpelfiech eingesetzt. Haben dann drei Gänge geöffnet und... Ja, das letzte Mal haben wir natürlich dann, drei... Ich muss die Taste fürs Gehen gleich nochmal umlegen, merke Dave. Ja. Welche war es denn jetzt? Diese hier, ne? Ja. Ne, das kann echt nicht so bleiben. Nein, das kann echt nicht so bleiben. Das muss ich umlegen. Ja, und jetzt sind wir hier. Trinken Bier. Nein, tun wir nicht, aber... Eieieiei. Hello again. Ja. Moment. Das müsste wieder die Tür sein, wo wir hergekommen sind. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich sag jetzt einfach mal, ja, das ist es auf jeden Fall. Ich weiß es genau. Dann haben wir den jetzt abgefrühstückt. Das ist schön. Das ist doch mal eine Speicherung wert. Dafür müsste ich nur auf die richtige Taste drücken. Speichern. War jetzt gespeichert? Also, so. Wuhu! Wenn ich da reinkomme, zerbrutzelt mich das dann auch irgendwie? Aber ich glaube so hoch, ne? Moment. Ach, hör auf zu buben. Ja, gut. Ich glaube, die Gefahr besteht auch nicht. Ja. Das sieht sehr baulich aus. Denn es ist ein Bauwerk, deswegen kann es ja nur erbaulich aussehen. Ihr versteht. Ja. Und diese Zerbröckelgeräusche im Hintergrund machen es jetzt nicht gerade vertrauenswürdiger, wenn ihr mich fragt. Das tut ihr jetzt einfach mal. Ihr fragt mich. Ihr fragt mich ungefragt. Ja. Das sieht mir nach... Nee, klettern glaube ich nicht. Klettern sehe, glaube ich, noch ein bisschen anders aus. Es sei denn, da gibt es verschiedene Texturen für. Das kann natürlich sein. Da kann man hin. Das war das. Dann... Gucken wir doch da auch einfach mal. Ach ja, gut. Das ist ja jetzt nicht weltbewegend, sage ich mal. Aber es ist nicht zu verachten. Also, ne? Ich muss die Gentaste gleich echt umlegen. Das ist schlimm. Ja. Ich muss, also ich kann auf jeden Fall noch da oben hin. Da kann ich rüberlaufen. Soweit ich das jetzt noch rekonstruieren kann. Hier können wir hoch. Mhm. Interessant. Ah, doch kraxeln. Cool. Okay, jetzt muss ich mal eben gucken. Also, Moment. Mal eben nochmal. Von da sind wir gekommen. Erschienen. Gekommen sind wir nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es Lara geht und ob sie das so, aber... Wir sind auf jeden Fall da erschienen. So. Dreh dich so rum. Dann düsen wir mal. Was war das? Irgendein Fliegeviech.
Bitte keine Fledermaus. Was ist das für ein Geräusch? Ist ja. Ja! Das macht sie nämlich ja meistens auch nicht, das wisst ihr ja. Kann sie da jetzt eigentlich die. Ja, cool. Da hinten, da fliegt's doch. Geh mir aus den Augen. Heute ist das Ende aller Tage. Für dich, du Fledermaus in Ägypten, die Lara Croft hier angreifen will. Ach so, ich krieg. Oh, ich hab gesagt, für dich ist das Ende aller Tage so. Ach so, ah, jetzt kriecht's weiter. Kriech, my lover. Kriech, my friend. Ich finde das total genial designt hier. Muss ich ja jetzt mal echt mal sagen. Habe ich, glaube ich, auch schon, aber. Okay, habt ihr nichts anderes zu tun? Ey, Fledermäuse ist nervt. Es ist nicht gerade. Ach ja, geh mir. Dude? Scheinbar. Oder wie eine feige Socke weggeflyt. Weggeflogen. Ich trau dem Sauerbraten nicht. Ja. Soll heißen, wir können darüber springen. Das hier hilft uns nichts. Das ist wieder eine typische Situation, die mir ins Ohr schreit. Speicher ab! Kaboom. Ja. Ja, ich hätte. Ja. Hätte vielleicht die Weapons vorher wegstecken sollen. Und das freut mich, dass es gerade so rund läuft. Yeah. Warum denn nicht immer so? Alles klar. Nein! Okay, doch. Dann halt doch. Alles halb so wild. Da kann man hinspringen. Das habe ich doch schon gesehen. Das ist schön. 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 Ich bin nur ein Opfer des Kapitalismus. Ich bin nur ein Opfer des Kapitalismus. Ohrwurm von Die Ärzte. Ging aber mal schnell. Schlappschwanz. So. Oh, hier brutzelt's wieder hinter. Das ist wahrscheinlich immer noch unsere alte Bratpfanne da hinten, die so schön brutzelt und irgendwas kocht. Wonnig. Dave, speicher ab! Und Dave speichert ab. Ach, wie schön, dass niemand weiß. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Ich find's schön, sagen wir mal so, ich find's. Nein! Ich find's schön, dass ich bis jetzt nicht wissentlich einen Death Counter habe. Denn sonst würde die Statistik für mich nicht gut ausgehen. Och. Das ist doch auch eine scheiß Position, mal ganz ehrlich. Ah, Mann, 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 Mann. Liebe Grüße an Flint, falls er das mal sehen sollte. Nord! Kann doch nicht sein, dass ich jetzt an dir sage.
Das war knapp. Möchte ich mal betonen. Oh, Hilfe. Ah, das war auch zu früh abgesprungen. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's im Urin. Ich hab's gleich. Hui! Yeah! Wir waren Tacken zu früh abgesprungen. Bist du jetzt kaputt oder? Ach, Leco Mio, ey. So. Aber vielleicht ist euch ja auch aufgefallen, dass ich jetzt in der letzten Folge und in dieser Folge auch schon mal mehr Disney hier gemacht habe als vorher. Ich bin ja doch etwas lernfähig. Aber das ist schon wieder so eine schräge Position. Von da unten scheine ich auch nicht. Obwohl, doch, da könnte ich wieder. Moment. Könnte ich eventuell wieder hochkommen. Erscheinen. Ja. Oder? Nein! Ey. Spätestens jetzt hätte ich sie gefunden. Aber ich habe sie, glaube ich, doch vorher schon auch schon gefunden gehabt. Wieder in einem anderen Level. Jetzt hatte ich sie nicht gefunden und jetzt habe ich sie wieder gefunden. Kann ich denn hier trotzdem nicht irgendwo hoch? Was ist denn dann da oben, bitte? Moment. Ich bin ja doch zu neugierig, liebe Leute. Hilft alles nichts. Und da ich es ja jetzt ja 10.000 Mal geübt habe und da voll der Pro bin, schaffe ich es jetzt sofort beim ersten Versuch. Ach, nein! Hihi. Ach, das waren zwei! Er ist ja kackenreist. Das ist bestimmt irgendwie nur ein Sekret oder so. Oder irgendwas, das mir überhaupt nichts bringt. Das hat mir jetzt nichts gebracht. Und das bringt mir auch nichts. Toll! Jetzt frage ich mich nur, da war doch noch... Ich bin gerade überlegen, war da nicht noch Eingang bei diesem Sonnenkönigen, goldenen Antibabypillen-Ding, den ich jetzt nicht gegangen war? Was war mit dem in der... Was war mit diesem Loch in dem Boden? Ich bin, weiß es jetzt gerade nicht mehr. Nicht, dass ich jetzt hier weitergehe und das ist jetzt eigentlich der Gang, den ich als letztes gehen soll vom Spielverlauf her. Das finde ich auch ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Es gibt ja sehr wenige Dinge, die ich jetzt hier blöd finde, aber das ist ein bisschen blöd, dass man nicht eindeutig weiß, ach, da musst du hin und erst dann da und dann da und ob es egal ist, ob man wo zuerst hingeht und irgendwie, weiß ich nicht, also... Und Lara macht einfach wieder, was sie will. So, liebe Leute. Mein Timer hat sich getimed. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, haben wir wieder was gelernt. Nämlich, dass wir von Kraxel wegen unter der Decke auf die Decke drauf kommen und dann hier stehen und dann hier rüber springen und dann schon quasi wieder was ganz Neues kommt. Es ist unbeglaubenshaft wert, aber es ist wahr. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.